Bei der Bildersuche empfehle ich dir, nach englischen Begriffen zu suchen, ganz einfach, weil es viel mehr englisch- als deutschsprachige Seiten gibt. Suchen wir jetzt also nach einem Strand bzw. eben Beach und ich tippe hier auf Bilder und wiederum ist in der mobilen, für das Tablet optimierten Ansicht natürlich die Übersicht sehr gut, aber es sind auch viele Optionen, die nicht sichtbar sind, die eben hilfreich sind. Deshalb wähle ich hier drüben wiederum die Desktop-Version und hier habe ich jetzt auch die Suchoptionen. Zum Beispiel für eine Präsentation ist ja wichtig, dass das Bild eine gewisse Größe hat. Ich kann hier also nach großen Bildern suchen. Ich schätze es jeweils, wenn ich gerade sehe, welche Größe das es hat. Deshalb unter weitere Tools Größen anzeigen. Jetzt wird das klein eingeblendet. Und du siehst, du hast aber noch diverse weitere Möglichkeiten. Wenn ich zum Beispiel einen Sonnenuntergang suche, kann ich nach Bildern, bei denen Orangetöne vorherrschen, suchen. Oder ich habe hier die verschiedenen Typen, einen gewissen Zeitraum. Ganz wichtig für mich aber noch die Nutzungsrechte. Hier kann ich zum Beispiel nach Bildern suchen, die ich auch weitergeben darf. Natürlich meist unter der Voraussetzung, dass ich dann den Namen des Fotografen oder der Fotografin abgebe. Jetzt ganz wichtig, nicht dieses Bild hier speichern, indem du lang drauf gehst. Das bringt nicht viel, weil das ist dann nur das kleine Google-Vorschaubildchen, sondern du tippst drauf, Bild ansehen und jetzt dieses Bild, indem du lange drauf gehst, Bild speichern und jetzt ist es in deiner Library. Eine tolle Funktion finde ich auch die Suche nach einer Bildquelle bzw. nach ähnlichen Bildern. Wenn du im Suchfeld in der Bildersuche auf dieses Kamerasymbol tippst, so kannst du die Adresse eines Bildes aus dem Internet rein kopieren oder über Bild hochladen ein bestimmtes Bild auswählen. Zum Beispiel dieses Meerschweinchen und sofort siehst du, woher dieses Bild stammt. Kannst dir alle Größen anzeigen. Du siehst, dieses Bild kommt also deutlich mehr als einmal vor. Das ist möglicherweise auf einigen Seiten dann geklaut worden.